Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele The Secret World. Hab mich gerade mal umgezogen, weil es gab neue Sachen zu claimen. Einmal dieses fancy Shirt, das so rumblinkt, und die lila Schuhe. Und es gibt noch was Neues, und zwar gab es ein Speed Update. Mal ein bisschen weiter rausscrollen, sonst sieht man nichts. Das heißt, mit meinem Speed, den ich jetzt habe, ich glaube, das ist Nummer eine Stufe 3 oder so, habe ich jetzt qualmende Füße. Ich ziehe so eine Feuerspur hinter mir her. Ist das nicht cool? Und wenn ich Stufe 5 und 6 habe, dann kann ich auch ein Motorrad haben. Als Speed Update, nicht als Fahrzeug halt. Sieht doch total schick aus. Nachts sieht das bestimmt gut aus. Auf jeden Fall mache ich jetzt weiter mit der Beförderungsquest. Einen Dieb fangen, dazu muss ich nach Seoul. Und bin schon auf dem Weg. So, hier ist also Seoul. We have received some additional intelligence about the rogue element. He's brazenly meeting with his contacts at a cafe close by. How this man was able to penetrate the vaults and yet be so utterly stupid is beyond me. Your phone should have received the coordinates. Need I tell you how urgent this is? Okay, ich soll ein Café finden. Ich kenne mich jetzt in Seoul nicht so gut aus. Das ist es wohl nicht. Ein Magazin. Mode. Okay. Das ist es nicht. Nein. Steht es auf der Map? Mal gucken. Da. Okay. Man vor lauter Symbolen nicht. Right, so you caught that one up. He knows you're onto him. The boys tell me he's heading into Agartha with the relic. If he manages to escape, it would be an utter disaster. We have an additional complication in that there's been enough noise over the ether to alert everyone else to what's going on. You are no longer the only one in pursuit. It is imperative that you get to our black sheep first and retrieve our possessions. I won't bother telling you how important this is. Eilig, eile. Ist abgehauen in die Agartha. Jetzt im Gegensatz zu sonst, normalerweise ist die Agartha jetzt eine Solo-Instanz. Und in der Agartha muss ich jetzt den Dieb fangen. Sieht eigentlich ganz genauso aus wie sonst. Nur, dass es leerer ist, keine Leute hier. Da ist ein Stück abgebrochen. Hello, can you hear me? Oh. The transmission is compromised. Our Agartha net cannot locate you, and the ephemeral connection is fading. Our best guess is that the artifact affected the gateway to Agartha, depositing you and our traitor somewhere outside the charted regions. Agartha is fast and dangerous, so be careful. You are also outside the jurisdiction of the Council of Venice. The gloves are off out there. No gentleman's rules, I'm afraid. Catch your target before our rivals do. And watch yourself. Okay, da geht's nicht weiter, da kam die her. Also gehe ich wohl. Was ist das? Hier lang? Vermute ich jetzt mal. Okay. Hallo, Dicker. Ich weiß noch, dass da irgendwie Spuren auf dem Boden sind.
Ich gehe jetzt einfach mal den einzigen Weg, der gangbar ist. Ja, nicht so viele Möglichkeiten. Sehen. Oh, der wird mit Bomben, der ist böse. Oh, blöd, Mann, hör auf damit. Ich krieg dich schon noch. Dann geht's nicht weiter. Also hier. Ui. Karpaten und die Vampire leben. Böse, böse. Kommt jetzt bestimmt gleich noch einer raus. Ah, ich wusste es. Ja, hau doch ab. Okay, okay. Die Variable. Und das ist wieder der einzige Weg. Hier muss ich jetzt runterspringen. Da wo die schwarzen Placken auf der. Da. Ah, da läuft er. Ha, ich krieg dich, ich krieg dich. Anything capable of doing this to one of the custodians of Agartha will be deadly to you. Permanently so. Exercise caution. You are our only agent on site, and we wouldn't want you to end up nullified. Ja, dann hör doch mal auf, mich zuzuquatschen. Dann kann ich auch viel besser arbeiten hier. Ich soll den Guardian untersuchen. So, das ist das, wo er jetzt verschwunden ist. Bringt mich auch nicht so viel weiter jetzt. Aber ich habe ihn ja gesehen. Und da das hier der einzige Weg ist, hier geht es auch nicht runter, ich wollte hier lang. Irgendwo werde ich ihn schon erwischen. So, was soll ich jetzt? Da lang. Nur ein Weg. Das macht's einfach. Eine Zone reißen natürlich ein bisschen nervig. So, okay. Dornung. Oh, die lila Schuhe sind schon der Knaller. Ich freue mich auf das Motorrad. Das dauert leider noch ein bisschen. Okay, hier hat er die Agartha verlassen. Und ich ahne Fürchterliches, weil das hier ist wirklich schwer. Bin ich nämlich in Shambhala. Da steht's. Shambhala. Ja, ich wusste doch, dass es im Dunkeln noch besser aussieht. Ah, schick, schick. Ja,
Nervensäge, was gibt's? Jesus, are you? We're... What? All right, yes, fine. That would be Shambhala you're looking at. It's not entirely unknown to us, but it's been off limits for a while now. Venice rules after several unfortunate incidents. It's a place of great power, still under investigation. We've been pushing for the Council to open it up to the secret war. We are concerned that our rogue element is bringing the relic home, potentially amplifying its effects. Something to do with resonant quantum harmonics coupled with a powerful source of anima, causing instabilities in the occult fields. I don't know much about this nonsense, but I trust our code sorcerers. They are gravely concerned. Extreme prejudice is required. The target must be eliminated. Ich werde mir alle Mühe geben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ist doch schon ewig her, aber die sind wirklich echt böse. Überhaupt nicht vorbereitet, richtig? Hätte ich machen sollen? Jetzt hier richtig? Ich weiß es nicht. Weil die eine Statue schützt vor seinen komischen Angriffen, die er macht. Lauf doch. Jetzt muss ich da drüben hin. Oh, das war einfach. Habe ich schon mal erwähnt, dass sie das wesentlich einfacher gemacht haben, alles? Was eigentlich schade ist, weil das war wirklich sehr, sehr challenging hier. Business dealing with one of our own, but he brought it upon himself, I'm afraid. His name will be stricken from our records. His family will only know that he was lost in the service of his society. They are old school Templars. They wouldn't be able to live with the shame. Mm-hmm. It's time to come home. Bring our lost treasure back to its shielded chest. Make no stops along the way. You're carrying what amounts to an atom bomb. Oh, ja, redet gerne. Hier kann man leider nicht mehr untersuchen, also hier guckt man nicht weiter. Hier gibt es nur dieses kleine Stück. Vielleicht kommt das ja später mal. Shambhala. Erinnert mich total an Far Cry. Jo, das war's schon mit der Beförderungsquest, glaube ich. Jetzt noch ins Hauptquartier. Das ist in London. Und dann kann ich, glaube ich, auch schon mein nächstes Speed-Update kaufen. Damit ich wieder ein bisschen schneller bin. Mal schauen, ob ich was zu verkaufen habe, weil hier sind auch Händler. Aber sieht nicht so aus, habe ich erst gemacht, glaube ich. Ich soll zu Dame Julia. Die ist nicht da, die ist doch im Lager oder im Hauptquartier. Ja. Da gehe ich hier lang. Mich nicht irgendwo da unten verirren. Andererseits, wenn ich schon hier bin, habe ich noch... Ach ja, ich habe noch reichlich Tacos. Muss ich noch keine nachkaufen.
der hat Motorrad. Spoiler, Spoiler. Im Wasser scheint es aber nicht zu funktionieren. Trotzdem schick. So, Dame Julia. Ist hier. Sehr schön. Und hier stehen die Händler. Nee, Nightwatch ist nicht das Richtige. Was ist das? Wieder ein Anruf? You may have hoped working to save the future would be greeted with more fanfare. I'm sorry to be the bearer of little to no news, but you have our thanks. Our thanks. Das Danke ist bestimmt toll. Wo sind die Händler hin verschwunden? Oh, die waren doch hier alle immer. Das ist nicht das richtige Nightwatch, das ist Schwarzmarken. Die es für die Instanzen gibt. So weit bin ich noch nicht. Also auf Nightmare. Wo sind die Händler? Ja, die Händler geklaut. Oh, da gibt es schon den nächsten Auftrag. Das ist ja... Ich will mein Speed-Update. Ah. Pff, nee, ich glaube, das ist PvP. PvP, das auch. Tiermeister sind PvP. Ja, und wo sind jetzt die echten Händler? Ja, ich bin auch nicht. Faction? Das muss es sein. Das ist blub. Habe ich das schon? Ja, anscheinend nicht, sonst wäre es, glaube ich, ausgegraut. Hoffe ich mal. Ich werde es gleich merken, aber nein, sicher nicht. Habe ich es jetzt schon? Bin ich jetzt schneller? Ich glaube schon. Dann schaue ich mal gleich nach der zweiten. Dritten, was er gesagt. Ja. Die mache ich nicht. Die kann ich alleine, glaube ich, nicht machen. Habe ich schon ein paar Mal versucht und... Ja. Yeah. Also mit einem anderen Char natürlich, aber... War unmöglich zu schaffen. Okay. Dann. Ich habe nur noch die Hauptquest. Würde ich sagen, auf nach Blumau. Andererseits, da sie die ja doch wohl sehr viel leichter gemacht haben, vielleicht ist die ja jetzt auch leichter. Ich meine, es wäre ja zumindest ein Versuch wert. Ist zwar devastating, aber. Buongiorno. Apologies for the cold call. Don't worry, it has been cleared with your handler. I'm with the council, and we've requested some assistance in relation to a missing shipment of advanced weaponry. Normally we'd handle it ourselves, but these are not your garden variety firearms. These are exotic, explosive. It's in everyone's best interest that they are retrieved. I'll send you the details. Okay, dann wage ich mal einen Versuch. Und
werde ich gleich merken, ob das schwerer oder einfacher ist, weil die kommen direkt. Gegner. Hierhin. Ja, das scheint mir jetzt nicht sehr viel leichter zu sein. Das ist einfach die Masse an Gegnern, da kann man sich nicht heilen, bevor die nächsten kommen. Und das macht es so gut wie unmöglich alleine. Ja, danke, reicht mir. Ich will hier raus, ich will hier raus. Ich will nicht zurück zum Fight, lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden. Edgy, edgy. Entwicht. Sagte ich schon. Auf nach Blume unten. So, da bin ich. Musste über Savage Coast reisen, weil ich hier den Agatha-Spot noch nicht gefunden habe. Natürlich ein bisschen umständlich, aber geht schon. Und Sarge, gib mir die erste Quest. Feind meines Feindes. Würde ich jetzt gerne akzeptieren, aber kann ich nicht, wahrscheinlich weil ich im Kampf bin. Jetzt mach doch mal das Ding tot. Meine Güte. Will ich. Harry, Soldier. Christ, Kid, I can see your lips moving. This is all Uncle Sam could muster up? You ought to know better than most that it's not about numbers. You got, well, what is it that you got? Magic wand? Voodoo? Well, we got guns. Guns with special bullets. Bullets that open you up from the inside out. Bullets that bring on pain and fire and darkness. Magic bullets, straight out of the Pentagon's darkest dungeons. Karen Olsen, Department of Homeland Security. Hi there, how are you? Great, let's take a walk, shall we? We're of course extremely excited to have you guys on board. Extremely excited. United against, etc. An enemy of my enemy, and so on. Couldn't be happier. But we don't want to end up in a situation. We like to keep our Cabalist relations civil. It can happen to the best of us, you know, combat situation, tense nerves, and bam! We have to deal with the tri-dimensional rift, things oozing through, tentacles, that sort of thing. I just need to make absolutely sure that we're on the same page. We need to keep out of each other's ways, leave the war to the professionals, etc. I can't give you an order, because, you know, obviously, but let's just say that any civilian interference to sanctioned military activities on this island will be treated as a very real and present threat to the security of our homeland. It could end up backfiring in a bad way when you don't have the authorization from Homeland Security to operate upgrade military software on U.S. soil, even if it is in Maine. Oh, but I hear Egypt is really nice this time of year, and you know, we don't like to get involved over there, so it's all on you guys. Best of luck. Our only line of defense is those filthy orangutans. Goddamn foul-smelling apes is what they are, and I'm not sure how long they'll last. But you know what they say, my enemy's enemy is my friend. Unfortunately, we got no lines of communication. We don't speak monkey. But I know you folks are in touch with Gaia. Ein bisschen sarkastisch, der Gute. Muss mal die taktische Mappe angucken. Okay, Charlie Delta, Bravo. Escort. Ich soll zu Sasquatch gehen. Sasquatch ist da irgendwo. Mal kurz auf die Map gucken. Wo bin ich? Da bin ich, da will ich hin. Ist ein Stück zu laufen.
Na gut, auf geht's. Mehr als hinlaufen werde ich jetzt nicht können. Dann ist die Zeit schon wieder rum. Aber es ist ein Anfang. Wieder auf die Fallen aufpassen. Und auf die blöden Tiere. Lasst mich doch. Mal auf die Map gucken, weil das ist ein etwas verschlungener Pfad. Da bin ich schon vorbei. Huch, hier hinten bin ich jetzt. Bis da lang. Jungs. Also, bin ich jetzt richtig? Immer noch nicht. Gibt's doch nicht. Die fressen mich noch in der Zeit. Ach, ich laufe einfach mal hier weiter den Questdingens nach. Ich weiß, dass es da so einen kleinen Eingang gab, den man nicht so einfach findet. Da komme ich nicht hoch, ne? Nein. Ah, doch. Da. Hallo, es ist Gott. Tut mir nichts, ich bin nett. Kontakt mit dem Schief machen. Hallo, Schief. Okay, ich soll was. Eine Gegend untersuchen. Ja, die geht nicht. Ich glaube, an der Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss, bevor ich die Akkap-Höhle betrete. Sonst wird die Folge wieder viel zu lange. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!